Die ersten Meter im Maserati Grecale. Für mich jetzt hier tatsächlich die allerersten Meter. Ich bin gerade eben in das Auto eingestiegen, noch keinen Meter gefahren. Also hier Fahreindrücke, falls irgendwelche aufkommen sollten, sind jetzt wirklich aus allererster Hand, ohne irgendwie vorherige Erfahrungen und Übungen. Ja, wir sind hier im italienischen Hinterland und haben die 530 PS starke Trofeo-Version. Das ist das Auto mit dem wohlklingenden V6-Motor. Das ist ein 3 Liter Maserati Eigenentwicklung. Im MC20 heißt der Nettuno. Das hier, ja, Maserati selber ist sich da nicht ganz schlüssig. Der eine sagt, das ist der Nettuno, der andere sagt, nee, das ist eine abgewandelte Version. Wahrscheinlich ist letzteres durchaus richtig. Zylinder, Volumen ist natürlich das gleiche. Also der ganze Grundblock ist der Nettuno V6, aber wir haben hier keine Trockenstromschmierung wie beim MC20 und wir haben ein Start-Stopp-System. Und ja, Zylinderabschaltung hat er auch, also die rechte Bank vom 6-Zylinder V lässt sich abschalten, wenn er hier so ein bisschen auf der Landstraße rumeidelt und vor sich hin cruist. Das hat natürlich so auch an der Motorperipherie so die ein oder andere Änderung nötig gemacht, weshalb man sagt, ja, das ist eben nicht der MC20 Motor. Natürlich auch ein bisschen Leistung beschnitten. MC20 hat 630 PS, hier haben wir deren 100 weniger, langt aber für ein SUV der gehobenen Mittelklasse, sage ich jetzt mal. Ja, Interieur, alles voll digital, selbst hier die klassische Maserati-Uhr, die macht nicht nur die Uhrzeit, sondern die hat auch hier Sprachbedienungsfunktion, Notruffunktion, da lässt sich alles Mögliche an Telemetrie darstellen. Ich muss hier gerade ein bisschen aufpassen, weil ständig irgendwelche Autos entgegenkommen und die Straße ist ziemlich eng. Von daher entschuldigt, wenn ich nicht ganz 100% und vollständig bei der Sache bin. Ich muss nebenbei ein bisschen Auto fahren. Hauptbildschirm 12,3 Zoll. Unten drunter noch ein zweites Display mit 8,8 Zoll. Und das regelt alles, was Klimatisierung, Sitzbelüftung, solche Späße angeht. Oben im Hauptdisplay haben wir dann Infotainment, Navigation, Fahrzeugeinstellungen. Ja, sehr modern, sehr digital, vorbereitet für die nächsten Jahre. Was haben wir noch zu diesem Auto? Wir haben neben dem Trofeo noch zwei, ich sag mal, Brot- und Butter-Versionen. Das sind Mildhybride, Vierzylinder mit 300 und 330 PS. Was dieser kleine Leistungssprung jetzt soll? Naja, es sind auch zwei unterschiedliche Ausstattungsversionen. Die Basisversion heißt GT und der darüber ist der Modena. Und da hat man, glaube ich, einfach mal für die etwas gehobenere Ausstattung mal 30 PS mehr springen lassen. Ansonsten sind die Unterschiede marginal. Ja, ganz im Gegensatz zu diesem schönen Vehikel hier, dem Trofeo. Da, jetzt fahren wir gerade mal hier auf die Autostrada, hier in der Nähe von Mailand. Und ja, in Deutschland könnte man jetzt unbegrenzt fahren. Hier in Italien sind wir etwas limitiert, aber so ein paar der Fahrleistungen des Trofeo kann ich euch ja schon mal an die Hand geben. Wir beschleunigen, wenn wir das möchten, in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 und fahren bis zu 285 km/h schnell. Hier in diesem Land leider nicht, aber ja, wenn wir denn hier mal irgendwann zumindest 130 fahren dürfen, dann können wir mal einen kleinen Durchbeschleuniger hier probieren. So, vom Fahrwerk her ist mir jetzt schon im GT-Modus aufgefallen, dass der eigentlich relativ unwirsch federt. Also gerade wenn mal hier ein bisschen Schlaglöcher sind, das ist in Italien durchaus mal öfters der Fall. Ziemlich spröde, ziemlich
ziemlich hart. Wir haben hier zwei Knöpfe am Lenkrad oder ja, Drehregler, sag ich jetzt mal. Einmal Drive Mode. Gehe ich jetzt mal hier in Sport. Und wenn ich nochmal drehe, dann in Corsa. Dann ist er komplett scharf gestellt. Wenn ich in Sport bleibe, habe ich hier noch eine kleine Taste in der Mitte. Damit lässt sich das Fahrwerk unabhängig vom Fahrmodus auf sportlich oder eben auf nicht sportlich schalten. Das heißt, ich kann hier Ansprechverhalten, Motorgetriebe, alles Mögliche auf Sport machen, das Fahrwerk allerdings auf GT stellen. Wollen wir jetzt aber nicht, wir wollen mal Sport gucken. So, jetzt habe ich hier gerade keinen hinter mir. Mal ein bisschen langsamer. Mal manuell ein paar Gänge runter. Ja, Maserati klingt einfach gut. Da ist der hier keine Ausnahme. Also wenn der hier beim Hochschalten hier so ein bisschen Zwischengas frotzelt, das zaubert einem jeden PS-Freak ein Lächeln aufs Gesicht. Sehr schön. Haben sie auch bei diesem Auto wieder sehr gut hingekriegt. Und ja, Leistung ist auch da. Also ihr habt schon gesehen, mich hat es hier richtig schön einmal in den Sitz gepfeffert. Die 530 merkt man ihm an. So, manueller Modus habe ich gerade schon hier kurz mal erwähnt. Wir haben Voll-Alu-Schalt-Paddel. Wippen sind sie nicht, sind ja nicht durchgängig. Die sind relativ groß dimensioniert. Das liegt daran, dass die nicht am Lenkrad, sondern an der Lenksäule befestigt sind. Das heißt, wenn wir lenken, dreht sich die Wippe, die keine Wippe ist. Das habe ich gerade noch gesagt, das ist keine Wippe. Jetzt mache ich den blöden Fehler selber. Ja, die Paddel drehen sich nicht mit. Das ist so eine Glaubensfrage. Ich persönlich habe sie lieber am Lenkrad, weil jetzt bin ich hier gerade im Kreisverkehr. Wenn ich jetzt schalten möchte, keine Chance. Aber dafür gibt es ja hier eine Automatik, die das im Zweifel für einen macht. So, zurück auf die Autobahn. Und jetzt haben wir lustigerweise vor uns, ihr seht es nicht, weil die Kamera blöderweise auf mich fokussiert ist, haben wir vor uns einen Alfa Stelvio. Ob das Zufall ist? Wir waren gestern Abend hier auch im Hotel, sind zum Hotel hingefahren und eine Anfahrtsstraße zum Hotel war die Via Stelvio. Ist es Prophezeiung? Ist es Absicht? Wahrscheinlich nicht. Es war Zufall. Aber es passt ganz gut, weil dieses Auto steht auf der Giorgio-Plattform von FCA oder wie das jetzt heißt, Stellantis, dem Großkonzern, dem jetzt auch die Franzosen, ehemals PSA und Opel angehören, also ein Konglomerat an verschiedensten Weltmarken zusammengefasst unter Stellantis. Die haben eine Mittelklasse-Plattform namens Giorgio, auf der steht der Alfa Romeo Stelvio und auch dieser Maserati Grecale jetzt. Hat man bewusst so gewählt, natürlich ein bisschen Kosten sparen, aber auch, weil die Plattform relativ modern ist. Schönes Verhältnis aus ja, Größe, Abmessungen und einem recht ausufernden Radstand bietet. Wir haben es vorhin gesehen, als ich mal kurz durchs Auto durchgekrabbelt bin. Platzangebot auf der Rückbank ist also beachtlich, wenn man bedenkt, dass ja, der Vordersitz auf mich selbst eingestellt war. Also ich habe ja durchaus mit fast 2 Metern jetzt keine Standardmaße und ich kann sogar selber hinter mir sitzen, also virtuell natürlich. Fahrwerk. Komisch. Also vorhin im GT war es, wie gesagt, relativ unwirsch. Jetzt im Sport. Okay, das war nur ein Speedbump. Jetzt war hier gerade ein richtiges Schlagloch. Da war es dann wieder sehr knubbelig. Ah ja. Ja, einmal kurz in Corsa. Ich will immer hier an dem rechten Drehrad verstellen. Links ist er. Ja, da ist er dann natürlich nochmal, da hoppelt er richtig nach. Das ist aber dann natürlich für die Rennstrecke gedacht, für die performante Fahrweise. Ja, das werden wir irgendwann mal in einem Einzeltest oder in einem Vergleichstest herausfinden, wie er sich da auf der Rennstrecke bei uns am Sachsenring oder am Lausitzring gegen die Konkurrenz schlägt, die dann natürlich heißt, X3M ist da. So ein Klassiker, auch ein Jaguar F-Pace SVR
natürlich der Stelvio Quadrifoglio. Alles, was ja Mittelklasse-SUV so um die 500 bis 550 PS hat, ja, dem wird es sich stellen müssen. Wie er sich schlägt, erfahrt ihr dann auch bei uns im Video. Jetzt haben wir hier ein paar Temposchwellen. Wir sind jetzt noch im Corsa-Modus. Ich fahre einfach mal so mit 35 drüber und gehe jetzt mal in den GT. Hier kommt die nächste. Oh, da, genau, da wird er merklich weicher. Er senftet da quasi über die Temposchwelle drüber, wo er vorhin also wirklich stramm nachgefedert hat. Ja, die Spreizung im Fahrwerk ist durchaus spürbar, aber wie gesagt, auf harten Schlägen auch schon im GT merklich knackig, merklich teilweise, ich traue es mich gar nicht sagen, teilweise fast ein bisschen polterig. Aber mal schauen, vielleicht werden dann später die Testwagen ein bisschen